Herzlich willkommen zurück zu Let's Play 18 Wheels of Steel Portland. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen. Mal wieder. Seit langer Zeit. Genau. Und wir sitzen hier in unserem neuen Truck. Orange. Genau. So, und da wir es etwas eilig haben, drücken wir mal auf die Tube. Wer ruft denn jetzt an? Ach. Also, wir sehen uns nach einer kurzen Pause gleich wieder. Bis dahin sage ich kurz mal, ciao. So, und da sind wir gleich wieder. Für euch kam jetzt diese Ewigkeit für eine Sekunde vor, das ist auch normal. Für euch kam diese Ewigkeit wie eine Sekunde vor, egal. Ja, wir fahren jetzt zum Chemielabor oder sind schon da? Wir sind da. Wir sind da und wir fahren jetzt Chemikalien nach New Orleans. Warte. Chemikalien zu Amergene. Also wir fahren zu Amergene, da wir dort dann auch gleich Glas fahren können, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich bin mir nicht sicher. Ah nee, da können wir nur Motor und so eine Scheiße fahren. Ach egal, da fahren wir dann. Schaffen wir schon nach New Orleans, 10.108. Keine weite Strecke, aber mal eine Strecke, ja. Immerhin fahren wir noch mit euch. Nein, Spaß. Wir machen das ja gerne. Wir koppeln an und dann geht's auch schon los. Ja, erstmal müssen wir angucken. So, angekoppelt. Wir gucken wie immer erstmal kurz auf die Karte und sehen, dass wir erstmal aus Dallas rauskommen müssen und das ist gar nicht so einfach. Wir fahren jetzt links, dann rechts und dann wieder links. Und dann Richtung rechts. New Orleans. Also, wie fahren wir jetzt? Wir fahren jetzt links, rechts, links, rechts. Merkst du dir, ja? Links, rechts, links, rechts. Okay, also, als erstes fahren wir links. Boah, ey. Meine Was Güte. Ist? In Dallas ist mitten in auf der Straßenmitte so eine Absperrung. Ich war erst noch fast gegen. So, wir geben mal ein bisschen Gas hier. Nick, wusstest du, dass es ein Portal Mario gibt? Im Ernst? Ich weiß bloß, dass ich in Minecraft mal Portal gemacht hatte, als Mod. Nee, das Let's Play, Wolves, Let's Play Mario, Portal Mario, übelst lustig, ey. Muss dir mal reinziehen. Jo, mal sehen. Übrigens ist da vorne schon die Polizei, deswegen habe ich gerade ein bisschen abrupt abgebremst von 85 auf 30. Muss ja auch sein, ne? Bisschen an die Verkehrsordnung halten. Wollen wir mal eine kleine Umfrage starten? Gute Idee. Wozu auch immer. Ob einer vielleicht mitmachen will bei uns, bei Holland? Hm. Ja, wenn ihr Lust habt. Wobei, wir können Holland nicht online spielen. Egal. Wie bitte? Wir können ja Holland nicht online spielen. Er kann ja dann bloß mit kommentieren. Ja. Jetzt müssen wir übrigens rechts, ja. Wenn ihr Lust habt, mit zu kommentieren, dann schreibt es in die Kommentare. Aber Bedingungen sind, ihr braucht ein Headset und eine gute Stimme. Oder? Ja. Wäre von Vorteil. Also keine, so gesagt, Kinderstimme, eine ganz normale Hundstimme. Wenn ihr so eine habt, schreibt es in die Kommentare. Dann hätten wir ein Let's Play 18 Wheels of Steel Holland together. Ja, mei. Okay, fein, go. Und zwar sofort.
So, wer das jetzt verstanden hat und tut, ja, also der kriegt 1 Euro von mir. Wer in die Kommentare schreibt, was das auf Deutsch heißt, oh heide nee, Jordi, Orgma, Orgi, Orgi, Fangau, und zwar sofort. Was das auf Deutsch heißt, der kriegt 20 Euro, wenn er das schafft. Ich gebe euch Tipp, ja, dieser Satz ist im Film. In einem Film, mehr nicht, das reicht jetzt. In einem Film so vorgekommen. Hören. Genau. Ja. Wobei ihr jetzt nicht den Google-Übersetzer benutzen braucht. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mit mir Ulgian 2 mit mir Formel 1 online fahren. Koop. Wenn ihr. Na, Koop werde ich mit Daniel Gamma Gamer dort machen. Gamma dort. Wenn ihr mit, wenn ihr beim Multiplayer vielleicht mitfahren wollt, schreibt unten in die Kommentare, würde mich sehr freuen oder uns sehr freuen. Ja. Schreibt's in die Kommentare. Sicher, jetzt habt ihr schon 2 Aspekte, was ihr in die Kommentare schreiben müsst. Genau. Hier neben dem Atomkraftwerk. Oder was das hier auch ist. Kohleherstellung. Oh, Alter, die fahren ja hier wie Idioten. Jetzt weiß ich, warum sich meine Mutter immer aufregt beim Autofahren. Oh, da ist die Polizei. Pulli-Matze, bitteschön. Ja. Ach, die KST-Beats an? Nee, aber die können wir gut mal anmachen. Ein bisschen Verfolgungsmusik. Mach mal KST-Beat 86 an. Na, da muss ich erstmal kurz runterscrollen, das dauert vielleicht wenig. Antiklimatik heißt der. Ja, der ist geil. Los geht's. Das ist der beste Beat bei den KST-Beats. Ich muss sagen, die neuen, also 100 bis 107 sind auch wieder sehr gut. Die werdet ihr bald zu hören kriegen, kein Problem. Ich muss mich da bloß mal ransetzen und die umändern. Aber das ist ja, passt zu 18 wie so Stil. Vor allem passt es zu Holland. Wenn ihr andere Lieder habt, die euch gefallen würden, die wir in dem Spiel mit reinnehmen sollen, schreibt es in die Kommentare. Ja, oder schreibt uns einfach eine Nachricht. Entschuldigung, keine Ahnung, irgendwas. Genau. Und schon ist die Polizei hinter uns her. In dieser Woche oder in den nächsten 2 Wochen werden ziemlich viele Let's Plays jetzt von mir auskommen. Tony auf Bett beendet und Extreme Chaka 2 wird kommen. Ich habe jetzt Praktikum. Und ja, es ist einfach nur geil. Ich bin sehr viel zu Hause immer. Circa 15 Uhr, manchmal auch früher. Ja, und da wird aufgenommen, was das Zeug hält. Jo. Was hast du jetzt noch bei dir als Vorrat, was du hochladen kannst? Weiß nicht. Also auf jeden Fall hätte ich ein Let's Play von Wash. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hochladen werde, rendern werde. Mal sehen, ob ich Lust habe. Sonst bin ich die ganze Zeit am Versuchen, nur für euch den Wetterbericht zu beantworten. Nein, eigentlich bin ich am Versuchen, nur für euch Call of Duty ein bisschen online. Aufzunehmen, genau. Einziges Problem ist, dass es immer mal wieder so ein bisschen laggt. Und daher bin ich da immer noch am Probieren, wie so ein Dover. Das wird noch klappen. Könnt ihr mir glauben. Sonst habe ich, glaube ich, noch ETS ein Part im Vorrat oder auch Anno, was weiß ich. Irgendwas habe ich hier bestimmt noch. Wenn ihr mitmachen wollt bei COD, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, könnt ihr mir schreiben. Oder ja, komm. Kommentar. Den Namen werdet ihr nie herausfinden. Und die nächste Polizei, die uns. Boah, du Scheiße! Ah.
Ja, also unser Anhänger hat jetzt ein klein wenig Schaden. Die Polizei hat mich gerade so erschreckt. Let's play Go United. Alter, ich verliere erstmal so schön. Fuck, wo müssen wir lang? Nach rechts, ne? New Orleans. Nein, 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 Polizei. Ja, Charla. Also wir sind hier jetzt mitten in einer Verfolgungsjagd. Ehrlich? Ja, zwei Bullen folgen uns schon. Der Polizeibalken ist voll. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen ordentlich. Solange das da im Rückspiegel keine Polizei ist. Also, sobald ich jetzt eine Sirene höre, werde ich wieder abdüsen. So, jetzt fängt es erstmal hier an zu regnen. Es ist schön neblig. Ja, also Nebelmod ist auch mit drin. Und unser Polizeibalken sinkt etwas, unser Anhänger ist leider etwas beschädigt, aber das macht ja nichts. Alter, ich kann das schon bauen. Sonst werde ich heute noch ein paar Videos online stellen. Ja, ja, vielleicht mache ich noch ein bisschen was für euch. Und jetzt könnt ihr so ein bisschen der Musik lauschen und dem Rumfluchen von Tobi, ja, also viel Spaß dabei. Ey, wir machen hier gerade kein Kinderporno. Wir fahren in einem LKW. Aber wir haben ja... wir haben ja ein Bett, wollte ich gerade sagen, aber das das Bett ist ja bei Euro Truck Simulator mit hinten drin. Hier ist auch ein Bett mit hinten drin, aber wir sehen es nicht. Nee, weißt du das, weil... Assassin's Creed 3 rauskommt? Was kommt raus? Assassin's Creed 3. Was für eine Street? Assassin's Creed. Kenne ich nicht. Assassin's Creed Assassin. Oder was? Hä, aber das ist doch schon draußen. Nee, der dritte Teil. Ey, Test Drive Ferrari Racing Legends. Nee, oder? Test Drive Ferrari Racing Legends. Ach du Scheiße. Lol. Third Showdown. Wenn ihr Let's Play Wünsche habt, ihr wisst, in die Kommentare schreiben. Und bewertet. Ja. Genau, bewertet dieses Video. Unsere Leistung. Irgendwie scheint mir gerade Tobi etwas leise. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Hallo? Das werden wir dann beim nächsten Part vielleicht mal etwas besser einstellen wieder. Du hörst dich auch gerade abgehackt an. Oh, das passiert. Na, oh, diese Scheißbullen! Die gehen mir aus dem auf den Piepmatz. Was? Internetleitung ist schlecht. Nein! Gut, jetzt mussten wir zahlen, 2700. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Hä, wo sehen wir uns wieder? Ja, okay, wir sind mal ganz kurz weg und sehen uns gleich wieder. So wie vorhin oder letzten Part, das wird schon. Bis dahin, ciao kurz. So, und da sind wir gleich wieder, kurz laggend angekommen. Also, wo sind wir? Wir sind gerade an der Kreuzung zu New Orleans. Also ich sehe da vorne gleich in New Orleans, wir sind gleich da. Momentan ist es nur so, dass wir gerade kurz wegfahren. Ja, heute gibt es ein paar Probleme hier. Ja, es ist... oh, komm hier nicht so nahe.
Diese Scheiße. Dennis ist jetzt, in Dennis ist es jetzt 7.39 Uhr. Nein, es ist Mittwoch 16.58 Uhr. Also 17 Nein, Uhr. Nein, bei mir ist in echt jetzt in meinem. Oh, also Wetter also ist hier natürlich wieder schönes Wetter. Könnt ihr euch ausrechnen? Ich ausrechne, in Dallas sind 7 Stunden zurück in Deutschland. Nee. Wenn es jetzt in Deutschland 14 Uhr ist, ist es in Dallas 7 Uhr. So, wir sind jetzt in New Orleans. Ach, wei, Junge. Mit Gras. Nee, in Hawaii sind wir nicht. Honolulu. Auswählen. Ah, Honolulu. Kann mir meine Uhr auch die Uhrzeit sagen? Meine Uhr sagt mir auch die Uhrzeit von der ganzen Welt. In Honolulu ist jetzt 3.40 Uhr, ja? Also da schlafe ich noch. Du. Also würde ich jetzt da sein. Würdest. So, da haben wir auch wieder die Werkstatt. Also, ach, wieder. Da haben wir eine Werkstatt. Da fahren wir auch ran. Genau, und werden unseren Truck hupend lackieren. Ha, ha, ha. Heute sind wir ganz schön witzig drauf, ne? Es gibt einen Daumen nach oben. I said you, Pego. Ah, I also said you, Pego. Melissa. I say to you, Martha. Oder so. Nossa. La 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 la. Einstein. Wir trinken Bier wie Wasser. Wahnsinn. Ja, die kennst du ja, oder? Die Parodie. Hm. Von Frischhaltefolie. Frischhaltefolie. Ich weiß, ich soll ja hier keiner kennen. Mit unserem Torge. Wenn ihr mitmachen wollt, nochmal bei uns. Schreibt in die Kommentare. Oh, die Kommentarbox ist für euch da. Wie ein Kummerkasten. Hier werdet ihr und alles los. Sind wir schon da? Nein, wir stehen an der roten Ampel. Oh. Was ist das für eine Scheiße? Wodka, Mamuschka. Nein! Rote Ampel. Ja, hub mich nicht an. Ich hub dich schon an. Alter, diese scheiß hupenden Huber. Ja, in Ordnung. Ja, wir haben immer noch schönes Wetter. Nein. Kein Problem. Ha, er so gerade. Gesundheit. So, und da ist kennst auch die Werkstatt. Kennst du Jay Titty? Ja, natürlich. White Titty heißen die übrigens. White. Das ist ein englisches Y. Why? So, als erstes reparieren wir unseren LKW. Das kostet uns nur 0 Dollar. Super, er war nämlich gar nicht kaputt. Gar nicht mal so billig, oder? Ganz schön teuer. So, und dann geben wir ihm hier diesen Anstrich. Wir machen ihn weiß mit lila schwarzen Streifen. Hauen wir rein. Wenn es euch nicht gefällt, wir können ihn auch noch schwarz machen. Das sieht dann ungefähr so aus. Das solltet ihr dann aber ja, extra sagen. So, nee, dann kaufen wir natürlich... Wir machen ihn schwarz. Mann, dann machen wir ihn schwarz. So, dann kaufen wir uns gleich eine Zusatzbeleuchtung. Wir kaufen uns ein ABS, wir kaufen uns ein AVI und natürlich gleich noch eine Superstoßstange. Dazu können wir uns dann gleich noch eine
pneumatische, eher cool Trommelbremse holen, mit der wir wesentlich schneller bremsen. Eine nette 18-Gang-Schaltung All-Star NTC. Ja gut, Motor haben wir schon den besten, einen Diesel. Und vielleicht kaufen wir uns noch ein paar größere Reifen hier. Goodstone. Die bringen uns aber nichts. Nö, wir kaufen keine neuen Reifen. Lol. Und das kostet uns dann auch nur noch ein bisschen Geld. Und jetzt haben wir noch 50.000 Dollar übrig. Los, Life Move Mega. Aber diesen sexy geilen Truck hier. Oh, sexy, I know it. Mit Zusatzbeleuchtung, man sieht es. Nein. So, und natürlich gleich rot. Nein, grün. War ein Scherz von mir. Ah, die nächste Lampe ist gerade rot geworden. Nein, ist grün geworden. Ui. Setsu Pedro. Ja, keine Strafe bekommen. Ich bin bei Gelb gefahren. So, und jetzt sind wir bei Amergine. Ach, schon das? Hm. Dallas nach New Orleans. Also dieses Geräusch hat jetzt niemand gehört. Und der Schaden des Anhängers ist natürlich auch nicht größer geworden. Bist du auf den 49 gefahren? Gar nicht? Ich bin auf der 20 und auf der 65, 20 und 55 gefahren. Was bist du denn da? 20 und 55. Wo ist denn der 49? 20 und was? 55. Ah ja, das ist 55, ja. Ach, da bist du lang gefahren. Alter, da ist dich, ja, du bist einen anderen Weg gefahren. Ja, einen viel cooleren. Den kackeren. Bin den stylischen Weg gefahren. Wir haben einen Anhänger, oder? Ja. Ja, wir müssen jetzt einparken. Zum... Wie oft haben wir schon eingepackt? Zum 10. Mal. Mal gucken. Ja, können uns auch mal sagen, wie oft ich hier schon Scheiße baue beim Einparken. Oh, ja, komm. Ich weiß. So, jetzt haben wir es hier. Masha. Drehen wir noch ein bisschen den Anhänger. 18 Wheels of Steel Extreme Tracker 2. So, jetzt fahren wir ein Stück nach hinten und perfekt abgekuppelt. Sie haben die Fracht ausgeliefert. Ihr Lohn 10.108 Dollar. Schadensstrafe nur großartige 755 Dollar. Und somit haben wir im Moment 57.235 Dollar und sind gut bezahlte Männer. So, und dann machen wir auch Schluss mit dem Ausblick auf diesen netten Dampfer hier. So. Also dieses Dampfschiff, ja. Wenn ihr wollt, abonniert uns. Würde uns sehr freuen. Bewertet das Video. Und guckt es euch an. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Von Holland. Achso, 18 Wheels of Steel. Holland, ja. Und von mir auch noch schnell. Ah man, unser Truck fährt weg. Irgendjemand hat die Handbremse nicht angezogen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.